Eierstockzysten. Wie kommt es eigentlich dazu? Was verspürt Frau für Beschwerden? Und wirken sie sich auf die Fruchtbarkeit aus? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, der Sendung von Asklepios. Um alles über Eierstockzysten zu erfahren, werde ich mit Frau Dr. Anna Jakob sprechen. Sie ist eine der drei Chefärztinnen der Gynäkologie in der Asklepios Klinik Wandsbek. Frau Dr. Jakob, Eierstöcke klingt ja nach was Großem. Aber wie groß sind diese Organe tatsächlich? Eierstöcke sind tatsächlich sogar ganz klein. Also wenn man sich den ganzen Bauchraum mal anguckt, da ist ja sehr, sehr viel Platz. Und Eierstöcke sind gerade mal so groß wie Walnüsse vielleicht, je nachdem wie alt man auch ist und wie aktiv die Eierstöcke sind. Mhm. Vielleicht können Sie uns anhand des Modells, das ist ja geschlechtsneutral, aber zeigen, wo dort die Eierstöcke sind, wenn es jetzt eine Frau wäre. Die Eierstöcke liegen ganz tief im Becken, also dies hier vorne ist die Harnblase und die Eierstöcke liegen rechts und links davon. Mhm. Und eine solche Zyste, wie sieht die dann aus? Wie kann man die sich vorstellen? Zyste heißt ja bei uns immer erstmal Bläschen oder flüssigkeitsgefüllter Hohlraum. So eine Zyste ist meistens, also die ganz klassische Zyste ist einfach nur mit Flüssigkeit gefüllt. Es gibt aber auch Zysten, die sind blutgefüllt, manchmal auch mit ganz altem Blut, zum Beispiel Endometriosezysten. Und es gibt auch Zysten, die sind mit Gewebe gefüllt oder zum Beispiel mit Talg, sogenannte Dermoidzysten. In solchen Zysten können alle möglichen Gewebe sein, auch mal Knochen oder Knorpel. Also es gibt da ganz verschiedene Arten. Wie entsteht so eine Zyste? Wenn wir jetzt von der klassischen, normalen Eierstockzyste ausgehen, dann entsteht die durch die Hormone, die im weiblichen Zyklus ohnehin gebildet werden. Also es ist ja so, dass jeden Monat eine Eizelle heranreift und in der Mitte des Zyklus springt diese Eizelle. Das heißt, dieses kleine Bläschen, diese Zyste, die platzt, schmeißt die Eizelle raus. Und wenn das nicht passiert, dann bleibt die Zyste vorhanden und wächst einfach immer weiter. Und so kann zum Beispiel die ganz normale Eierstockzyste entstehen. Das heißt, das ist wie ein Eisprung, der aber nicht komplett vollendet wird. Ganz genau. Und die anderen Formen der Zysten, wie entstehen die? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir gehen davon aus, dass man zum Beispiel mit sogenannten Dermoidzysten mit der Anlage geboren wird. Also da kann man nichts tun, um das zu verhindern, sondern wir gehen davon aus, dass die Anlage dazu schon immer da ist. Bei Endometriosezysten ist es ja so, dass die sich zyklisch, also mit jeder Regelblutung, wieder etwas mehr mit Blut füllen. Also die werden auch im Verlauf immer größer, sind aber mit Blut gefüllt. Also das heißt, die reagieren wie die Gebärmutterschleimhaut, oder? So ähnlich kann man sich das vorstellen, ganz genau. Was für Symptome oder Beschwerden hat denn eine Frau mit einer solchen Zyste? Meistens haben die Frauen zum Glück gar keine Beschwerden. Und es ist auch so, dadurch, dass im Bauch so viel Platz ist, also da entstehen nicht sofort Druckbeschwerden oder Schmerzen, sondern diese Zysten können gut 3, 4, auch mal 5, 6 Zentimeter groß werden, ohne dass die Patientin überhaupt etwas merkt. Wenn man dann was merkt, sind das häufig dumpfe Schmerzen im Unterbauch, die man häufig gar nicht richtig einordnen kann, zu welcher Seite die gehören. Das können auch mal Bewegungsschmerzen sein, weil das natürlich alles locker im Bauch hängt und man bei Bewegung diese Zyste spüren kann. Schlimm werden die Schmerzen dann, wenn so eine Zyste platzt. Also diese Flüssigkeit, die sich dann in den Bauch ergießt, die macht starke Schmerzen. Das kann einhergehen mit Übelkeit, Erbrechen. Die Frauen verlieren auch manchmal kurz das Bewusstsein, ihnen wird schwarz vor Augen. Das sind dann wirklich schlimme Schmerzen, obwohl eigentlich so eine geplatzte Zyste gar nicht schlimm ist. Wenn jetzt die Zyste eher harmlos ist und die Frau hat keine Beschwerden, wie wird es denn dann überhaupt festgestellt? Manchmal hat die Patientin Symptome, die sie gar nicht mit einer Zyste in Verbindung bringt. Also es kann mal sein, dass sich die Patientin mit Zyklusunregelmäßigkeiten vorstellen bei ihrer Frauenärztin oder auch nur mit so einem ganz komischen Gefühl, da ist irgendwas anders im Bauch. Dann macht die Frauenärztin den Ultraschall und im Ultraschall sieht man die Zysten sehr, sehr gut. Im Ultraschall ist Flüssigkeit, sieht immer schwarz aus und dann sieht man diese schwarzen Löcher im Ultraschallbild, die erkennen häufig die Patienten auch schon selbst. Können Eierstockzysten auch Komplikationen hervorrufen?
Ja, das können Sie. Also ich habe ja gerade schon die Ruptur, also das Platzen einer Eierstockzyste erwähnt. Und da ist es manchmal so, dass in der Zystenwand kleine Gefäße kaputt gehen können, die dann in den Bauch bluten. Und dieses Blut im Bauch macht erstens starke Schmerzen und kann auch dazu führen, dass die Patientin notfallmäßig operiert werden muss. Was auch vorkommen kann, dass wenn die Zyste eine gewisse Größe erreicht, dass der Eierstock Schlagseite bekommt und sich um seine eigene Achse dreht und sich dadurch selber die Blutzufuhr abschnürt. Und so kann der Eierstock, wenn man gar nichts unternimmt, absterben. Und für junge Frauen ist das natürlich eine Katastrophe, weil die brauchen ja ihre Eierstöcke. Wie ist das mit bösartigen Krankheiten? Kann Krebs zum Beispiel sich aus Eierstockzysten entwickeln? Dass so eine ganz normale Eierstockzyste zu einem bösartigen Tumor wird, das eigentlich nicht. Aber es gibt durchaus bösartige Erkrankungen am Eierstock, die so aussehen wie Zysten. Also man kann die im Ultraschall teilweise nicht sehr gut unterscheiden. Und es gibt da bestimmte Kriterien, die man sich anschauen kann, um vielleicht einen Anhalt dafür zu haben, das könnte jetzt hier auch eine Krebserkrankung sein. Eine Besonderheit, die es am Eierstock gibt, sind sogenannte Borderline-Tumore. Also die sind weder gutartig noch Krebs, sondern die sitzen irgendwo so in der Mitte und können eben auch so aussehen wie Eierstockzysten. Sie erwähnten ja auch gerade junge Frauen. Für die ist das natürlich auch wichtig. Beeinträchtigt so eine Eierstockzyste eigentlich die Fruchtbarkeit? Für den Moment kann das so sein. Also in dem Moment, in dem die Eierstockzyste da ist, kann sie die Fruchtbarkeit beeinflussen, ja, aber nicht dauerhaft. Also man muss sich keine Sorgen machen, weil man mal eine Eierstockzyste hatte, dass man deshalb dauerhaft Probleme hat, schwanger zu werden. Was es gibt, ist noch ein besonderes Krankheitsbild, ist das sogenannte PCO-Syndrom. Da haben die Eierstöcke sehr, sehr viele kleine Zysten und einhergehend mit dem PCO-Syndrom kann es auch zu einer eingeschränkten Fruchtbarkeit kommen. Also PCO heißt polyzystisches Ovar-Syndrom, richtig? Ganz genau. Wie werden Eierstockzysten eigentlich behandelt? Also meistens müssen sie ja zum Glück operativ nicht behandelt werden. Wenn es dann aber mal so ist, dass sie starke Beschwerden verursachen und die Frauenärztin ihre Patientin zu uns in die Klinik schickt, dann können diese Zysten minimalinvasiv, also per Bauchspiegelung, operiert werden. Das heißt, es gibt 3 oder 4 kleine Einstiche auf dem Bauch und die Zyste kann so schonend aus dem gesunden Eierstockgewebe entfernt werden. Bei Dr. Google gibt es eine Reihe von Mythen zu Eierstockzysten. Zum Beispiel, dass sie hervorgerufen würden durch Stress oder durch ungesundes Essen oder dass man sie mit Tees behandeln könnte. Was ist denn da dran? Ich finde diese Theorien ein bisschen weit hergeholt. Natürlich kann man argumentieren, dass Stress auch zu Hormonunregelmäßigkeiten führen kann und dadurch vielleicht Zysten begünstigt werden. Trotzdem ist das sicherlich nicht der Hauptgrund für die Entstehung von Zysten und auch sie mit Tees zu behandeln. Da wäre ich eher vorsichtig, das als Therapie zu empfehlen. Also man macht bestimmt mit dem Tee nichts kaputt, aber das als primäre Therapie zu empfehlen, fände ich schwierig. Mhm. Aber wie können Frauen denn tatsächlich das Risiko der Entstehung beeinflussen? Insgesamt kann man nicht so wahnsinnig viel machen. Es gibt aber wirklich Patienten, die damit eine große Last haben, also die wirklich häufig Zysten haben und auch schon häufiger operiert werden müssten. In dem Fall kann man mit der Frauenärztin besprechen, ob vielleicht eine hormonelle Therapie Sinn macht, zum Beispiel eine Antibabypille. Jetzt zum Abschluss noch was ganz anderes. Sie sind ja eine von 3 Chefärztinnen. Das ist ja ein eher ungewöhnliches Modell, oder? Wie funktioniert das? Das ist in der Tat ein ungewöhnliches Modell. Das haben wir uns so ausgedacht, weil natürlich eine Chefarztposition sehr viel administrative Aufgaben mit sich bringt. Und je mehr Administration man hat, desto weniger hat man Zeit, sich um seine Patienten zu kümmern. Und für uns alle ist die Arbeit am Patienten das Allerschönste an unserem Beruf. Und deshalb haben wir uns überlegt, diese Stelle durch 3 zu teilen. Und wenn Sie jetzt dann mehr Zeit für die Patientinnen haben, mit was kommen die denn konkret zu Ihnen? Weil Eierstockzysten sind ja eher selten. Genau, also jede von uns hat ihr Spezialgebiet. Also eine meiner Kolleginnen ist vor allem für Senkungs- und Inkontinenzbeschwerden zuständig. Eine andere kümmert sich primär um Krebsvorstufen. Und ich kümmere mich hier um unsere Krebspatientinnen. Und dann gibt es ja noch die große allgemeine Gynäkologie, also gutartige Tumoren von Gebärmutter, Eierstock, also Myome und die anderen Zysten, von denen wir schon gesprochen haben. Das teilen wir uns zu dritt.
Vielen Dank, Frau Dr. Jakob. Dankeschön. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wenn ihr Anregungen für Themen habt, könnt ihr die gerne auch in den Kommentarspalten hinterlassen. Bleibt gesund.